Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen beim Seelenschokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin und Glücksforscherin. Dieser Podcast ist für feinfühlige Menschen, die ein glückliches und erfülltes Leben in Balance führen wollen. In der heutigen Folge habe ich den zweiten Teil vom Seelenschokoladen-Talk mit Chris für dich und es geht um das Thema dir das in deinem Leben zu manifestieren, was du dir von ganzem Herzen wünschst und das auch mit Leichtigkeit zu manifestieren. Es geht um das Thema freier Energiefluss, wie du das schaffen kannst und wie du dir dein Traumleben in Leichtigkeit kreieren kannst. Wie eine ganz wunderbare Folge. Chris und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, seit 2013. Da haben wir uns bei einer NLP-Ausbildung kennengelernt, wo ich auch meinen Hypnose-Master damals gemacht habe und ja, als Ausbilderin dann auch bei den Hypnose-Seminaren dabei war. Also ich war da eine ganze Zeit bei NLP Deutschland gewesen und das war eine sehr intensive Phase und bin sehr dankbar, dass ich Chris da kennengelernt habe. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und lehn dich zurück und genieß die Schokolade für deine Seele. Ich habe eine ganz tolle Ankündigung für dich und zwar werde ich mit der Maxine Schiffmann, einer lieben Freundin von mir, zusammen ein Online-Programm starten. Es geht los am 9. März 2020 und zwar geht es um das Thema emotionaler Hunger. Wir beide kennen das Thema sehr gut, weil wir unsere Herausforderungen damit hatten und wir haben festgestellt, dass wir beide dieses Thema haben vor genau einem Jahr in Bali. Wir sind da zusammen 5 Wochen durch Bali gereist und haben gemerkt, okay, das Thema hat uns beide sehr begleitet und geprägt und wir haben für uns beide da Lösungen gefunden und wir wollen dir mit diesem Programm helfen, mit dem Thema emotionaler Hunger besser umzugehen, deine wahren Bedürfnisse zu befriedigen, Frieden mit dir und deinem Körper und deinem Gewicht zu finden, neues Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu tanken und ja, am Ende des Tages glücklich zu sein. Es ist ein Programm für mehr Liebe und Leichtigkeit in deinem Körper, für ein gesundes und achtsames, natürliches Essverhalten. Und ja, wenn du da Interesse daran hast, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an kontakt@seelenschokolade.com. Dann bekommst du als erstes die ganzen Infos zum Programm. Nächste Woche wird auch die Internetseite dazu fertig sein. Vielleicht hörst du die Folge später und dann ist schon alles fertig. Und ich freue mich riesig drauf. Für mich ist es ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß, dass viele Klienten von mir dieses Thema haben. Und ja, vielleicht fühlst du dich angesprochen, vielleicht kennst du das Thema emotionaler Hunger, vielleicht leidest du auch manchmal an emotionalem Essen und missbrauchst Essen, um Leere in dir zu füllen oder um Gefühle weghaben zu wollen oder bei Stress oder Langeweile oder sonstigen. Vielleicht kennst du das und möchtest das gerne lösen, dann helfen dir Maxine und ich dabei. Ab dem 9. März wird das Programm starten. Und wird ganze 9 Wochen gehen und dir 9 Wochen Zeit geben, Frieden zu finden mit diesem Thema, was uns sehr am Herzen liegt und was dir vielleicht auch wichtig ist. Also melde dich gerne per Mail bei mir. Ich freue mich auf dich. Und du kannst bei dir in deinem Leben gucken, die Ergebnisse sprechen immer eine Wahrheit dessen, was in dir vor sich geht. Das Ergebnis vom Krebs hat eine Wahrheit gesprochen dessen, welche Gewohnheiten, welche Glaubenssätze, welches Selbstbild ich hatte. Du kannst diese Idee in deinem Unterbewusstsein verändern durch eine konstruktive, positive, glückliche, gesunde, wohlhabende Idee ersetzen. Und dadurch, dass diese Idee eine andere Idee, das ist die gleiche Sache in einer anderen Qualität. Dadurch, dass du eine andere Idee in deinem Unterbewusstsein hast, guck mal, wie viel wundervolle, allein dein letzter Podcast. Oh mein Gott, was für Sachen da passieren. Das ist so besonders. Ja. Und das sind andere Ideen. Du hast dich entschieden, das ist ein Ergebnis, was ich nicht mehr möchte. Du hast dich gefragt, okay, was möchte ich stattdessen? Hast es aufgeschrieben, hast es dir manifestiert. Du hast die Idee in deinem Unterbewusstsein verändert. Die Energie ist anders. Energie fließt immer in und durch uns. Durch unser Bewusstsein, durch unser Unterbewusstsein wird diese Idee sozusagen gefiltert, bekommt eine Form und dadurch entsteht ein Ergebnis. Du hast in deinem Unterbewusstsein diese Idee verändert,
dadurch ist diese reine Energie, weil diese Energie interessiert nicht, wenn du ein giftiges Kraut hast in der Natur oder eine Heilpflanze, wenn du die ganze Energie auf das giftige Kraut lenkst, das mit Liebe, das wässerst, all die Probleme, all der Wut, alles das, was schief läuft, dann wird diese Heilpflanze eingehen und dieses giftige Kraut wird wachsen. Wenn du stattdessen dieses giftige Kraut ignorierst und die ganze Liebe, die ganze Energie auf die Heilpflanze lenkst, die Energie dahin fließt, du das wässerst, das Unkraut entfernst und diese Pflanze pflegst, dann wächst genau diese Pflanze. Welche Ideen, welche Pflanzen pflanzt du in deinem Leben an? Du pflanzt offensichtlich mittlerweile wundervolle Ideen an, wundervolle Pflanzen. Ja. Das Ergebnis, die Ergebnisse sind einfach mega bewegend. Allein mega. Die Transformation über die letzten 5 Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Boah, Wahnsinn. Das ist enorm. Bei uns beiden. Ein Wunder nach dem anderen. Ja, also es ist wahnsinnig gigantisch, was passiert, wenn man sich dafür entscheidet, dass es möglich ist. Ja. Auch wie viel Stärke einen das macht in sich und in seiner Persönlichkeit. Mhm. Und einfach auch ja, so berührend und bewegend, andere Menschen darin zu unterstützen in dieser Veränderung. Ja. Ja. Wahnsinn. Ich kann das, du kannst das. Ja. Du kannst das. Jeder kann das. Ja. Weil es so simpel ist, oder? Es ist einfach, das ist, ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Raum dürfen wir uns erlauben, ein paar Dinge ein bisschen simpler und leichter zu machen. Ja. Weil es ist, verändere die Idee und das Ergebnis verändert sich. Ja. Ja, ist Wahnsinn. Also, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt angesprochen, so Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Und jetzt noch nicht so sehr in Richtung Erfolg, das werden wir noch machen. Aber du sagtest, dass diese Dinge gleich verteilt sind. Könntest du darauf nochmal eingehen? Das ist ganz witzig. Das ist so eine coole Frage. Weil es ist ja... Ich finde das so geil. Ich finde das so amüsierend, weil mir das nie bewusst war. Ich bin ja nicht in dem reichsten Umfeld aufgewachsen. Ich komme ja aus... Keine Ahnung, Mittelstand hat man das früher genannt. Irgendwie... Hat man das früher genannt? Das ist doch witzig. Was? Und das damals dachte ich, boah, wenn ich mal 2000 Euro im Monat verdiene... Bombe! Boah, das ist so viel Geld. Ich kannte eine Familie, die haben irgendwie 5000 im Monat verdient. Ich habe mir gedacht, krass, Alter, die können in Geld baden. Die haben so mega viel Geld. Aber das ist... Weiß ich nicht. Das ist jetzt, habe ich eine andere Perspektive, wenn du dich an die höheren Fähigkeiten erinnerst. Ich habe eine andere Perspektive gelernt. Es gibt dieses wundervolle Bild von lass die Million klein aussehen. Für einen Milliardär, was ist denn eine Million? Eine Milliarde ist 1000 Millionen. Naja, eine Million. Mark Zuckerberg hat 2 Jahre gebraucht, um von der ersten Million zur ersten Milliarde zu gehen. Das heißt, der hat innerhalb, nee, 1 Jahr hat er gebraucht. Evan Spiegel hat 2 Jahre gebraucht. Meg Whitman hat 2 Jahre gebraucht. Das heißt, der hat zum ersten Mal 999 Millionen innerhalb von einem Jahr verdient. Das sind 83,25 Millionen pro Monat. Mhm. So mal um eine andere Perspektive für Geld. Und Geld ist immer da, in Fülle ist das da. 3% ungefähr der Menschen auf dem Planeten verdienen über 90% des Geldes. Und das ist mega faszinierend, weil... Wir müssen diese Zahl nochmal wiederholen. 3% verdienen 90% des Geldes. Ja, sogar noch mehr. Ja. Das ist mega krass. Das ist mega, mega krass. Der Emanuel, ich habe hier die Vision, 1000 Schulen auf der ganzen Welt für menschliches Potenzial und Erfolg aufzubauen. Mhm. Und momentan begleite ich den Emanuel in Malawi in Afrika. Und der hat die Vision, 500 Schulen in ganz Afrika aufzubauen. Da haben wir jetzt die erste Schule mit 150 Kids, beziehungsweise Emanuel hat die, macht einen phänomenalen Job. Und der hat seit 8 Jahren schon die Vision und seit 3 Jahren bestehen diese Schulen und der verdient, glaube ich, um die $80 im Monat und über $40 oder $50 zahlt der nur fürs Internet, dass er Leute in der Welt erreichen kann, um diese Vision in die Realität zu bringen. Das ist über die Hälfte seines Monatsgehaltes. Und dann zusammen mit einem Consultant, mit einer Beraterin aus Neuseeland, mit der Kendra, haben wir ihm eins von unserem Premium-Programm Thinking and Results geschenkt. Und letztens habe ich auch in einer Stunde, begleite ich ihn wieder in der Lesson-Moderation, wo wir gemeinsam an dieser Vision bauen, das in die Realität zu bringen. Wundervoll. Und das ist eine andere Perspektive von Geld, ist da. Eine andere Perspektive von Lebensglück. Und dann habe ich mal von einem Trainer gelernt, von dem Marc. Und der Marc hat gesagt, hey, guck mal, Geld
ist ähnlich verteilt wie Gesundheit. Ähnlich wenig Menschen sind gesund, wie ähnlich wenig Menschen Geld haben. Ähnlich viele Menschen sind krank und Gesundheit, Lebensglück, glücklich sein und Geld ist prozentual ähnlich verteilt wie oder das eine wie das andere. Also die drei Gs. Die drei Gs. Geld, Gesundheit, glücklich sein. Mhm. Und das ist, und nur weil jemand Geld hat, heißt das nicht, dass jemand glücklich ist. Nur weil jemand glücklich ist, heißt es nicht, dass jemand gesund ist. Nur weil jemand gesund ist, heißt es nicht, dass jemand Geld hat. Das sind, ich finde, das sind drei enorm wichtige Lebensbereiche. Und diese drei Lebensbereiche, wenn wir da die Skala whoop anheben, ja, weil wir sind niemals die höchsten Visionen, wir sind niemals die höchsten Träume, sondern wir sind der niedrigste Standard, den wir im Leben akzeptieren können. Die meisten Menschen haben in Bezug auf Geld, in Bezug auf Glücklichsein, in Bezug auf Gesundheit sehr niedrige Standards. Deswegen haben die, um das direkt zu sagen, beschissene Ergebnisse. In dem Moment, wo du deine Standards anhebst, verändert sich dein Leben. Mhm. Wie kann man jetzt seine Standards anheben, wenn man jetzt hier zuhört? Wir haben jetzt schon Beispiele genannt. Wenn du mehr Fülle möchtest, dann geh dahin, wo Fülle bereits zu Hause ist. Ne? Mhm. Was können wir noch für praktische Tipps an die Hand geben, was wir tun können, um unsere Standards zu erhöhen? Mhm. Zum einen, die Ergebnisse, die du momentan hast, sind ähnlich vernetzt mit den Standards. Mhm. Du kannst dir angucken, deine momentanen Standards in Bezug auf Arbeit, wie viele Stunden du arbeitest, wie viel Arbeit du abgibst, welche Qualität deine Arbeit hat, hast du bestimmte Standards. Diese Standards reflektieren sich in den Ergebnissen. Zum Beispiel die Katrin Weißhäuptl, die verdient 700.000, 800.000 pro Monat, mhm, und die arbeitet maximal 4 Stunden am Tag. Die hat einen anderen Standard für Wert geben. Die hat einen anderen Standard von viel Zeit reingeben. Und die meisten Menschen haben viel Zeit reingeben, viel arbeiten und dann bekomme ich Geld. Aber es geht immer um den Wert. Ein simples Beispiel, ich habe tierische Zahnschmerzen, Zahn tut voll weh, brennender Schmerz. Und ich gehe zum Zahnarzt und sage dem Zahnarzt, ja, hier Zahn, kann kaum reden, tut voll weh, können Sie was machen? Sagt er, dauert 10 Minuten, kostet 15.000 Euro. Und dann sage ich, Alter, wie? 10 Minuten, 15.000 Euro, geht's noch? Und sagt der Zahnarzt, okay, kein Problem, ich kann mir 3 Stunden Zeit lassen, kostet auch 15.000 Euro. Dann denke ich mir, nee, ich will den Schmerzlos haben, ich will im Wohlgefühl sein. Mhm. Es geht immer um den Wert, es geht immer um die Transformation. Und in dem Moment, wo wir Wert geben, wo wir Menschen eine Transformation ermöglichen, entsteht Geld. Mhm. Geld ist nur eine Energie. Und dann kannst du dir angucken, die momentanen Ergebnisse, welche Standards hast du denn momentan? Kannst du dir aufschreiben, okay, momentan habe ich diese Standards. Momentan, ich habe bestimmte Standards, wie viel Zeit ich mit meiner Familie habe, wie viel Zeit ich mit meiner Tochter habe, welche Dinge ich lerne, welche Dinge ich ihr weitergebe. Mit knapp 2 Jahren hat sie gelernt, Affirmationen zu nutzen, um sich ihre Realität zu manifestieren. Kannst du mal ein Beispiel machen? Mega cool. Wir waren vor 4 Monaten ungefähr waren wir im Schwimmbad. Also zu dem Zeitpunkt, 4 Monate davor, waren wir ein paar Mal schwimmen. Und ihr hat es mega Spaß gemacht, dieses Element Wasser und das Planschen. Da sind wir mal untergetaucht, wieder aufgetaucht. Und das war so faszinierend für sie. Und dann sind wir da einfach nicht mehr hingegangen. Und dann waren wir auf einer Feier mit der Großfamilie. Und einige saßen am Klavier und haben Alle meine Entchen gespielt. Mhm. Und Mila hat dieses Lied Alle meine Entchen gehört. Und dann, es war so cool, dann sind wir spazieren gegangen und es war so ein richtig schöner, sonniger Tag, so Vorsommer und die Sonne hat geschienen und es war so eine angenehme Temperatur und wir sind da entlang gelaufen und haben die Blumen entdeckt und diese Faszination fürs Leben und sind das so spazieren gegangen und plötzlich hat sie angefangen zu singen, alle Menschen schwimmen, alle Menschen schwimmen und hat dieses Alle meine Entchen in Alle Menschen schwimmen umgedichtet. Und dann hat sie 2-3 Wochen lang mir dieses Lied immer wieder vorgesungen. Ja. Und nach 2-3 Wochen hat sie es durch Wiederholung, diese Idee in mein Unterbewusstsein gebracht. Plötzlich macht's Klick. Oh, Mila, weißt du was? Ich gucke morgen, ob das Wetter schön ist. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir schwimmen, okay? Und sie, ja! Das riecht uns alle eine Freude aus. Ja. Am nächsten Tag waren wir im Schwimmbad. Jetzt Wochen hintereinander immer wieder schwimmen gegangen.
Das heißt, sie hat gelernt, dass sie durch Wiederholung eine neue Idee in ihr Unterbewusstsein bringen kann und dann die physische Realität erlebt mit 2 Jahren. Mhm. Ich bin sehr neugierig, wie das mit 20 ist, wie das mit 40 ist, mit 60. Es ist so simpel, dass es eine 2-Jährige kann. Die kann das, du kannst das. Ja. Und dann kannst du dir aufschreiben, okay, was sind die momentanen Standards? Mhm. Was sind die Standards, die du haben möchtest? Und also was sind auch momentan deine Glaubenssätze? Mhm. Ja, und was möchtest du wirklich glauben? Mhm. Ja. So, ja, quasi so ein DIN A4-Blatt zu nehmen und so links hinzuschreiben, wie ist es bisher, und rechts, was möchtest du haben? Mhm. Über 90% von dem Ergebnis sind die Ansammlung an Gewohnheiten, Glaubenssätze und Selbstbild. Das macht im Ergebnis den größten Unterschied aus. Glaubenssätze sind, finde ich, die Spitze des Schwertes. Weil es spielt keine Rolle, was wahr ist, nur was du glaubst, was wahr ist. Weil durch deine Handlung wird es wahr. Die universelle Theorie von allem ist, Glaubenssätze führen in Handlungen, Handlungen führen in Feedback, Feedback führt in Ergebnisse. Und daraufhin können wir die Glaubenssätze, wir dürfen auf Ebene der Glaubenssätze das verändern. Mit dem neuen Glaubenssatz handeln, das Ergebnis erleben und durch das Feedback dann den Glaubenssatz so lange optimieren, bis das Ergebnis in Harmonie ist mit dem neuen Glaubenssatz. Wow, das war jetzt sehr viel in gefühlt einem Satz. Kannst du es noch mal kurz... Also die Leute können es auch zurückspielen, aber für mich war es gerade so, wow. Glaubenssatz? Satz. Ja, Glaubenssatz. Der Glaubenssatz zum Beispiel, wer willst du werden? Mhm. Und dann mit dem neuen Glaubenssatz kannst du handeln. Durch das Handeln erlebst du ein Ergebnis. Mhm. Aufgrund von dem Ergebnis bekommst du ein Feedback. Das Feedback kannst du dir angucken und kannst daraufhin fragen, entspricht das dem, was ich haben möchte? Wenn nein, verändere den Glaubenssatz, mhm, verändere die Handlung, handle in Zuversicht, handle in Gewissheit mit dem neuen Glaubenssatz. Mhm. Erlebe, wie die neue Realität entsteht. Das ist ein universelles Gesetz. Das Gestation Period im Englischen. Der Reifeprozess. Das, mhm, heißt, wenn ich einen Apfelsamen in die Erde tue, habe ich nicht den fertigen Apfelbaum mit Früchten dran, sondern es hat einen Reifeprozess. Mhm. Wie lange dieser Reifeprozess geht, keine Ahnung. Bei Mark Zuckerberg war es 1 Milliarde in einem Jahr. Mhm. Von Millionen in Milliarde. Bei Meg Whitman waren es 2 Jahre, bei Jeff Bezos waren es 5 Jahre. Mhm. Es muss nicht lang dauern, es muss nicht schwer gehen. Wir dürfen nicht bestimmte Dinge tun, sondern Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun. Wenn du den festen Glauben daran hast, mhm, dass du locker 1 Million im Jahr verdienst und du glaubst, dass das deine Realität ist, in Gewissheit, in Zuversicht mit diesem Glaubenssatz handelst, erlebst du, wie diese neue Realität mehr und mehr und mehr entsteht. Bekommst immer wieder einen Feedback. Standard auch. Und du hast einen neuen Standard. Du kannst dir auch einmal mehrere Möglichkeiten leisten. Mhm. Also ich liebe es zum Beispiel, viel Geld zu haben und großzügig zu sein. Mhm. Die wunderschönen Goldohrringe, die ich mir jetzt gekauft habe für 150 Euro, habe ich nicht einmal gekauft, sondern 2-mal und habe sie meiner Freundin auch noch geschenkt, mhm, die sich unendlich gefreut hat. Mhm. Das finde ich toll. Ja. Ich will meine Freundin mal zum Essen einladen können. Ich möchte irgendwann gerne meinen Freund in unseren Traumurlaub einladen können. Mhm. Und solche Dinge finde ich so großartig. Ich möchte gerne irgendwann meiner Mama einen Urlaub auf einer Yacht schenken können. Mhm. Kannst du. Ja, also du darfst daran glauben, ja, dadurch, dass du daran glaubst, dass es definitiv passieren wird. Kann es nur passieren. Gestern habe ich mich mittags um 12 spontan dazu entschieden, meine Frau und Tochter in eine Luxussuite einzuladen. Bin zu dieser Luxussuite um 14 Uhr hingelaufen. Wir haben verschiedene Suites da schon ausprobiert. Und die 111 und die 115 sind mega gut. Am Wochenende gehen wir in die 333, bin ich auch schon neugierig, aber diesmal die 111. Und dann bin ich da hingegangen, habe gesagt, ist die 115 frei? Nee, ist die 111 frei? Okay, genau das will ich. Ich wusste sehr klar, was ich will. Ja. Ich bin da hingegangen, ich habe es kommuniziert, ich habe das Ergebnis. Mhm. Das ist einfach schön. Und dann kann ich sie anrufen und sie bricht voll in Freude aus. Oh, ja, wie geil ist das denn? Ja, total. Und sie freut sich voll, jetzt dann mit der kleinen Mila dann da zu sein. Dass diese 150 Kids diese wundervollen Sachen lernen, mhm, können. Ja. Das ist so viel Fülle, dass ich einfach mal eine Überweisung machen konnte. Und für einen kompletten oder für ein Vierteljahr sogar die ganzen Lehrer bezahlt sind und diese Kids ausbilden können. Ja. Wie geil ist das denn? Ich habe auch vor 1,5 Jahren ein Projekt gemacht, um die Chancenstiftung zu unterstützen, die, mhm,
in Deutschland Kindern in sozial schwachen Familien Nachhilfe bezahlen und eine Person, die mit ihnen redet, was gerade zu Hause los ist, weil ich das als ganz, ganz, ganz wichtig erachte. Und das finde ich auch so schön daran, in Reichtum zu leben, dass man einen größeren Wirkungshebel hat. Also man kann einfach auf so vielen Ebenen eine tolle Wirkung haben auf diese Welt, auf unsere Gesellschaft, auf Kinder, auf Jugendliche, auf alle Menschen, auf dein Umfeld, auf deine Klienten und Coaches. Es ist einfach so unglaublich viel möglich. Ja, Armut ist der schwächste, disempoweredste Zustand, den es gibt. Wenn du arm bist, kannst du niemandem helfen, nicht mal dir selbst. Wenn du unglücklich und krank bist, kannst du niemandem helfen, ein gesundes, glückliches Leben zu leben, nicht mal dir selbst. Du darfst zuerst selbst gesund sein, du darfst zuerst selbst glücklich sein, du darfst zuerst selbst in Fülle leben. Mhm. Ja. Und dann kannst du diese Fülle weitergeben. Wundervoll. Was ist jetzt, wenn wir jetzt jemanden in unserem Umkreis haben, so der verdient jetzt, weiß nicht, seine 50.000 brutto im Jahr und er ist damit unglücklich und er arbeitet jetzt schon, keine Ahnung, wie viel Jahre, 10, 15 Jahre oder so in dem Unternehmen und es gibt ja dann diese klassischen Unternehmen, wo das dann so gestaffelt ist, man bekommt alle 3 Jahre eine Beförderung. Ich finde so unfassbar bescheuerte Systeme, aber diese Leute, die leben da drin, die haben sich dran gewöhnt. So, jetzt ist diese Person unzufrieden und du siehst dieses unfassbare Potenzial. Wie gehst du mit so Menschen um, wenn die so unzufrieden dann sind? Erstens, du hast gerade was sehr Wundervolles gemacht und zwar hast du am Anfang das Wort unglücklich genommen und dann unzufrieden. Das allererste, sei glücklich mit dem, was du hast, sei glücklich mit deinem Leben, sei unzufrieden mit den Ergebnissen. Wir dürfen unzufrieden mit Ergebnissen sein, voll geil, aber wir dürfen glücklich sein. Ja. Das ist erstmal, weil durch dieses Glücklich sind wir in größere Fülle und dann darf dieser Mensch realisieren, dass er in seinem Unterbewusstsein eine Idee von 50.000 Euro im Jahr eingespeichert hat. Das heißt, er glaubt, dass es real 50.000 im Jahr zu verdienen. Entsprechend hat er Gewohnheiten, Glaubenssätze und Selbstbild. Zum Beispiel, früher war ich viel mit von Hartz-IV-Empfängern und von Leuten, die arbeitslos waren und so umgeben. Und Ansammlung an Gewohnheiten, auf der Couch essen, Chips essen, ProSieben gucken. Glaubenssätze, die Welt ist ungerecht, alle reichen Menschen sind schlecht, es ist Mangel da, warum passiert mir nicht mal was, die Reichen sollen mir doch mal was geben. Ganz viele limitierende Glaubenssätze. Selbstbild, eher ein limitiertes Selbstbild. Früher war ich in so einem Umfeld, ich hatte eine ähnliche Idee. Ich war in über 30 Jahren Firmengeschichte, war ich der erste Auszubildende, der so schlecht war, dass ich in der Firmengeschichte als erster Auszubildende eine Abmahnung bekommen habe. Weil ich so schlecht war. Und deshalb weiß ich, wie sich das anfühlt. Ich weiß, welches Selbstbild ich damals hatte, welche Glaubenssätze ich hatte, welche Gewohnheiten ich hatte. Das waren keine von 25.000 im Monat. Hatte ich damals nicht. Das war eine andere Idee in meinem Unterbewusstsein. Das waren, und häufig, wenn diese Person das hat, sind das Glaubenssätze von anderen Leuten. Von den Eltern wahrscheinlich auch. Ja, ganz viel von Menschen, von Eltern, von Menschen, mit denen wir uns umgeben haben, wo wir aufgewachsen sind. Hat nichts und eigentlich ist es sogar egal, wo es herkommt, weil es hat die Vergangenheit, der momentane Kontoauszug ist eine Reflexion dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, hat nichts mit der Zukunft zu tun und vor allem hat es nichts mit dem Potenzial zu tun. Jeder Mensch hat das Potenzial, viel mehr zu verdienen, viel, viel mehr. Da, als erstes schreib auf, okay, welche Gewohnheiten, welche Glaubenssätze, welches Selbstbild hast du? Wenn du es super simpel machen möchtest, nimm nur die Glaubenssätze. Guck dir an, welche Glaubenssätze hast du, um 50.000 im Jahr zu verdienen. Ist es schwer, mehr zu verdienen? Limitierender Glaubenssatz, schreib's auf. Und so weiter und so fort. Und dann kannst du eine Landkarte, du kannst quasi eine Version deiner selbst erschaffen, die mit Leichtigkeit 250.000, 1 Million, 10 Millionen, wie viel auch immer, im Jahr verdient. Jetzt gehe ich dahin, eine Version von mir zu erschaffen, die 1 Million im Monat verdient, weil ich mehr Kapital brauche, um mehr Wirkung in der Welt zu haben, um mehr Kids zu begleiten, um mehr Studenten zu begleiten, um mehr Menschen die Möglichkeiten zu diesen Sachen zu eröffnen. Und das ist, und ich lieb's dafür aufzustehen, weil ich weiß, wofür ich aufstehe, ich weiß, wofür ich lebe. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das heißt, verändere die Idee in deinem Unterbewusstsein. Ja.
Welche Idee möchtest du, wenn es 50.000 nicht ist, was möchtest du stattdessen? Ist es das, was du wirklich willst? Oder ist es das, was du denkst, was du erreichen kannst? Was willst du wirklich? Was ist die beste Version von deinem Leben? Ich habe mir eine Business Managerin manifestiert. Ich habe das aufgeschrieben von dem, was ich haben möchte. Und ich habe mir gedacht, oh shit, ich kann einen Teil von mir gesagt, oh, das kann ich doch nicht aufschreiben. Das ist viel zu hoch gegriffen. So gut kann das gar nicht sein. So gut kann das gar nicht werden. 4 Tage später habe ich sie manifestiert und eingestellt. Großartig. Ja. Ja, ich habe gestern genau hier gesessen und habe genau darüber gesprochen. Das ist so krass, ist das nicht Wahnsinn? Es ist so schön. Das ist so, wenn alles im Fluss ist, dann ist es einfach im Fluss. Und dann, das geht dann auch immer schneller, ne? So ja, plopp, plopp. Ja, und die Themen, die lösen sich auch immer schneller. Weil die Energie viel freier und leichter fließt. Ja. Je freier und leichter die Energie fließt, desto schneller manifestierst du. Ja. Was auch sehr faszinierend auch ist, sind Gefühle. Ne? Mhm. Es gibt ja manche Menschen, die hängen sehr lange in negativen Gefühlen drin. Depression ist ein klassisches Beispiel dafür. Menschen, die, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr lang eine Depression haben, gehören jetzt noch andere Sachen dazu. Aber im Endeffekt ist es in einem Trauer, in einer Schwere drin hängen über eine gewisse Zeit. Viele Menschen sind sehr erstaunt, wenn die das bei mir erleben, wie schnell ich von Gefühlen springen kann. Mhm. Weil ich habe keine Lust, lange in Trauer zum Beispiel drin zu hängen. Nee. Warum auch? Für was? Warum auch? Natürlich ergreifen mich manche Dinge. Ich bin Mensch, normal. Ja, und es wäre auch schrecklich, wenn nicht. Ist auch ein Reinigungsprozess, ganz klar. Wichtig auch, ja. Trauer hat auch was Schönes. Aber letzten Endes ist es doch schöner, die Freude zu haben und eine Zufriedenheit und wieder dieses Füllebewusstsein und es ist alles da. Ja. Und ich finde es dann einfach so genial, dann einfach wieder switchen zu können. Und das kennst du bestimmt von Mila auch. Die schreit und dann lacht sie wieder. Ja. So Sekunden. Sekunden, zack, und es ist vorbei. Und das ist doch eigentlich unser Urzustand, dass wir switchen können. Ja. Sofort. Ja. Und wir müssen nicht Ewigkeiten in einem Gefühl drin hängen. Nee. Aber viele Menschen sind da so, das ist denen schon fast komisch, wie schnell das bei mir gehen kann. Aber ich finde es das Natürlichste der Welt. Voll. Guck die Kinder an. Das ist das Normalste. Das absolut Normalste. Absolut, ja. 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 Und so sollte eigentlich jeder sein können, dass er switchen kann. Ja. Mhm. Wow, das ist mega, mega die inspirierende Folge. Ich bin total dankbar, dass wir uns heute hier getroffen haben. Ich werde gerne wieder dich in den Podcast einladen, wenn ich hier in Hamburg bin. Danke. Ich denke, wir werden ganz tolle Rückmeldungen zu dieser Folge bekommen. Ich bin ganz neugierig. Ja, es wird mega. Also die Leute sind ja immer so berührt und die sitzen jetzt alle zu Hause. Und ich wette mit dir, ganz viele hier, die das gerade hören, haben in diesem Podcast geweint, gelacht, alles dazwischen. Und sich gedacht, die sind völlig irre. Krass. Also geil. Ich denke, wir haben auf jeden Fall jetzt sehr berührt mit der Folge. Gibt es jetzt noch was du teilen möchtest zum Thema Energie frei fließen lassen und zum Thema Manifestieren? Atmen. Das ist schon so gewohnt. Atmen. Erstmal durchatmen. Ja. Ist auch schön. Also ist auch wundervoll. Atmen. Ja, atmet. Ernsthaft. Erstens, manifestieren bedeutet, etwas Unsichtbares in etwas Sichtbares, in etwas physisch Greifbares umzuwandeln. Was ist das, was du momentan manifestiert hast? Was möchtest du stattdessen manifestieren? Als erstes ist die Idee da, ein Gedanke. Durch Wiederholung, durch Emotion wird das mehr und mehr Realität und du erlebst mehr und mehr, wie die Realität entsteht. Erstens zu manifestieren, zweitens Energie. Das Wichtigste ist, Gefühle sind die bewusste Wahrnehmung der Energie, der Schwingung, in der wir sind. Diese Schwingung kannst du verändern. Diese Gefühle, die du erlebst, sind die in Harmonie mit dem Leben, das du leben möchtest. Ist das ein Standard? Ist das ein Wohlgefühl, wie du denkst, das ist die geilste Version meines Lebens? Wie gut ist das denn bitte? Oh mein Gott, es geht noch mehr. Aber es ist schon so geil und ich bin so glücklich.
Und vor allem bin ich so dankbar dafür. Diese Dankbarkeit dafür, für das, was wir haben und auch, dass wir, was wir bekommen wollen. Ich bin jetzt schon so dankbar für diese Million, die ich im Monat verdienen darf. Weil die energetische Signatur von Dankbarkeit ist bereits etwas bekommen haben. Das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. In dem Moment, wo du dankbar bist, zum Beispiel für die Businessmanagerin, für den Beruf, für die Beziehung, für das Lebensglück, wo du jetzt schon dankbar dafür bist, dass du das hast, obwohl es noch gar nicht da ist, denkt sich dein Unterbewusstsein, hä, muss ich mal ganz schnell hier hinbringen über universelle Gesetze, Ursache, Wirkung, Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, all diese Dinge, wam, 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 arbeitet für dich und boom, erlebst du es. Und diese Dankbarkeit dafür, wow, was für ein geiles Leben ist das. Wie dankbar bin ich dafür, Menschen wie dich zu kennen. Wie dankbar bin ich dafür, diese Schule in Afrika mit aufbauen zu können. Wie dankbar bin ich für jeden einzelnen Klienten, den ich begleiten darf. Wie dankbar bin ich für meine Frau. Wie dankbar bin ich für diese Weltreise. Wie dankbar bin ich für meine Tochter. Wie dankbar bin ich überhaupt dafür, dass ich am Leben bin. Wie dankbar bin ich dafür, dass ich glücklich bin. Das ist so, Dankbarkeit ist so mega wichtig. Ich bin so dankbar dafür, dass wir uns beide für das Leben entschieden haben. Wow. Ja, ich auch. Dafür bin ich so dankbar. Dass wir jetzt hier sitzen können. Ja, dass wir jetzt hier sitzen dürfen, dass wir so in Fülle und in Reichtum, in Freude sind, in auch diesem offenen Herzen von Hilfsbereitschaft und ich möchte hier was bewegen. Es ist ja eine unglaubliche Kraft, die da freigesetzt wird. Auch ein unglaubliches Switch und die anderen können das auch switchen. Ich weiß, dass es geht und wir können es anderen beibringen. Weil es so simpel ist. Die simpelste Version ist, er macht dir eine andere Idee von Realität und du erlebst eine andere Realität. Es spielt keine Rolle, was wahr ist, nur was du glaubst, was wahr ist. Weil durch deine Handlung wird es wahr. Und der Schlüssel des Ganzen ist an deine Fähigkeit zu glauben, es herauszufinden. Weil jeder Mensch auf diesem Planeten hat die Fähigkeit, es herauszufinden. Du hast gelernt zu essen, zu laufen, aufs Klo zu gehen, dich anzuziehen, Essen zu kochen, einen Beruf zu haben, all diese Dinge. Das war mal nicht selbstverständlich. Ich habe eine Einjährige gesehen, wie die gerade die Feinmotorik mit Löffel gelernt hat. Es ist faszinierend, was tatsächlich dahinter steht, so einen Löffel in den Mund bewegen zu können. Dabei ist es so freaking simple. Wir haben das alles gelernt. Wir alle haben die Fähigkeit, es herauszufinden. In dem Moment, wo du daran glaubst, dass du es herausfinden kannst und dass du es herausfinden wirst und dass du es tust und dass du es gemacht hast, boom, ist es da. Sehr, sehr dankbar, dass wir heute die Möglichkeit hatten, hier in Hamburg aufzunehmen, dass ich mich dafür entschieden habe, noch 2 Tage länger hier zu bleiben und dieses Interview auch heute noch zu machen. So schön, dich wiederzusehen. So schön, dass wir beide all das, was waren, ja, dass das war, überlebt haben tatsächlich. Ja. So schön, dich heute hier gesund, glücklich, vital zu sehen. Dass wir das teilen dürfen. So dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und immer wieder in unserer Geschichte uns treffen, miteinander sprechen und sehen, wow, was wir alles erschaffen, ist großartig. Ich freue mich auf alles Weitere, was noch kommen wird. Stell dir mal vor, ey, in 5 Jahren oder 10 Jahren. Ja! Bis dahin bin ich auch Mama, das weiß ich jetzt schon. Dann werde ich dir auch erzählen, wie das wird auch nochmal ein riesen Gamechanger, glaube ich. So ein Geschenk. Ja, wow. Und ich habe auch eine ganz klare Vision, dass ich bis dahin einfach noch mehr positiv auf Menschen wirken kann, noch mehr Fülle und mich noch mehr zurücknehmen darf und dann auch für meine Familie da sein darf. Ich weiß, das wird genauso in Erfüllung gehen und ich freue mich darauf. Ja. Ich lerne von dieser Zweijährigen, von diesem zweijährigen wundervollen Wesen, lerne ich, glaube ich, mehr, als ich ihr lerne. Es ist so viel, was ich von ihr lerne. Das ist so eine besondere Erfahrung. Und auch in diesen Demut zu gehen, dass es nicht irgendwie so ein kleines Ding ist, was erzogen geworden ist und was groß werden muss und lauter so ein Quatsch, sondern dass sie diese Fülle schon in sich trägt. Ja. Und das wahrzunehmen, wer ist sie denn wirklich?
im Herzen das zu fühlen, diese Herz-zu-Herz-Verbindung und in den Demut zu gehen, was für eine Größe in so einem kleinen Wesen drin ist und von ihr zu lernen. Das ist so ein Riesengeschenk, dass es so viele gute Dinge in meinem Leben sind, weil ich so viel von diesem kleinen Wesen gelernt habe, die eigentlich so riesig ist. Körpergröße sagt nicht die Größe aus. Absolut. Kleines Buddha-Baby. Kleines Buddha-Baby. Wow. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Podcast-Folge, für diese vielen Inspirationen rund um das Thema Fülle, Manifestation, erfolgreich sein, Gesundheit sich zu manifestieren, glücklich sein, zufrieden zu sein, welche Schwingung auch unsere Gefühle haben, unser Zustand, was du alles darüber gelernt hast und geteilt hast heute, ist wundervoll und sehr berührend und sehr inspirierend für jeden, der hier zuhört. Ich kann wirklich jedem ans Herz legen, einfach wirklich sich eine Realität zu erschaffen, in der du gerne leben möchtest. Und es fängt wirklich bei dir an. All you need is inside. Es fängt immer bei dir an. Es ist alles in dir, was du dir erschaffen möchtest. Glaube daran. Schau, wie du dich in eine hohe Energie bringst, in eine hohe Schwingung, die Energie frei fließen zu lassen. Dazu gehört auch gesundes Essen, gut viel Wasser trinken, dich an Orten aufhalten, wo es dir gut geht, dich mit Menschen umgeben, mit denen es dir gut geht, Dinge anzuziehen, in denen es dir gut geht, in einer Wohnung zu sein, in der es dir gut geht. Und. Wie dieser Arbeitsplatz auch, wo du gerade beschrieben hast, bei WeWork, WeLove, what we do. Selbstwertschätzung. Ja. Stolz zu sein auf dich, kleine Erfolge auch zu feiern, große Erfolge auch zu feiern, alles zu feiern, das Leben zu feiern, jeden einzelnen Tag, morgens in Dankbarkeit aufzustehen, wieder heute eine Chance bekommen zu haben. In Ergebnissen denken. Was ist das Ergebnis, was du möchtest? Alles wird zweimal erschaffen, einmal im Geist, einmal in der physischen Realität. In dem Moment, wo du das Ergebnis denkst, kannst du diesen Gedanken in die Realität formen. Wow, schön. Danke so schön. So berührend. Ich danke dir ganz herzlich. Wo können wir dich denn finden? Ihr könnt mich finden erstens bei Facebook, Chris G. Pfeiffer, im Erfolgsgedanken-Podcast. Ich habe einen Podcast über Erfolgsgedanken und auf meiner Webseite cgpcoaching.de. Sehr schön. Ich werde alles auch nochmal in die Shownotes packen und dann könnt ihr alle bei dem lieben Chris vorbeischauen. Ich finde ihn immer super inspirierend und ich finde, er hat auch einfach so eine ganz schöne Art, die Dinge zu sagen, die einfach so im Herzen total berührend ist. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ach, so schön. Wenn dir dieser heutige Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne, damit du keine einzelne Folge mehr verpassen kannst und immer mit dabei bist bei diesen inspirierenden, wundervollen Inhalten. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch gerne eine 5-Sternchen-Bewertung und schreib mir, was dir hier an diesem Podcast am besten gefällt. Sind es die Interviews, sind es die Solo-Folgen, sind es die Meditationen aus dem Herzen in dein Herz? Du kannst dir sicher sein, dass ich all das mehrfach durchlesen werde und mich wirklich riesig darüber freue, von dir zu lesen. Mach das! Ja, ich freue mich wirklich riesig drüber. Und letztens, also öfters mal kommt so eine Nachricht so, ja, ich kann das nicht, ich kann keine Rezension schreiben, weil ich bin nicht bei iTunes. Dann frag dich mal, was ist sonst noch möglich? Du könntest zum Beispiel bei einem Kumpel von dir in sein iTunes gehen und mir über sein Handy eine Rezension schreiben. Es ist so viel mehr möglich. Also auch da, auch das ist ja eine Limitierung. Ich kann das nicht, weil ich habe kein iPhone. Du kennst mit Sicherheit 5 Leute. Möchtest du es? Wenn du es möchtest, dann mach's. Genau, wenn du es möchtest, dann findest du eine Möglichkeit. Du kennst mindestens 5 Leute, die ein iPhone haben, oder? Wir kennen alle Leute mit einem iPhone. Jeder. Also Milliarden Menschen. Sprech einen in der Bahn an, darf ich mal kurz sein? Ich empfehle dir einen Podcast. Ja. Der ist so genial. Das Einzige, was ich dafür möchte, ist mich mal kurz einloggen und hier eine Rezension schreiben. Seelenschokolade. Seelenschokolade, exakt. Das ist es. Und genau, hört auch auf jeden Fall mal bei Chris seinem Podcast rein. Auch absolut empfehlenswert, so kostbare Erfolgsgedanken zu tanken. Und
Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Hoffe, dir hat die heutige Seelenschokolade gut getan. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Liebe und Gute, deine Julia Colella.